Hallo Slotblock-Freunde, wir fahren heute ein Duell, beziehungsweise nicht nur heute, sondern da machen wir bestimmt ein, zwei Videos dazu. Es geht um den Kampf der Zwerge, einmal Auto Bianchi A112, auf der anderen Seite Auto Bianchi A112. Sieht erstmal identisch aus, aber ihr seht schon in der Verpackung einen Unterschied. Wir haben hier einmal den Auto Bianchi von BRM. Da gibt es inzwischen zwei Farbvarianten und von TTS, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind wir bei Farbvariante Nummer 4. Optisch die gleiche Karosserieform, aber es ist ein Riesenunterschied und um diesen Unterschied geht es in diesem Video. Wir haben einmal den von BRM, der hat Heckantrieb und der von TTS hat Frontantrieb. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt beide Autos mal auseinander, schauen mal uns die Unterschiede an. Im Detail gehen wir jetzt nicht mehr so auf die Einzelteile ein, weil zudem gibt es schon ein Video, könnt ihr euch ja anschauen, wenn es euch interessiert. Wir schauen einfach, dass wir die sauber in Betrieb kriegen, dass der Grundzustand stimmt. Out of the box heißt für mich, durchchecken mal, ölen, schmieren natürlich ist angesagt, alles auf Leichtgängigkeit prüfen. Dann nehmen wir die beiden und gehen auf die Holzbahn. Die Reifen lassen wir so, wie es im Originalzustand ist. Ich gehe auf die Holzbahn in diesem Video, weil ich weiß, dass vor ein paar Tagen auf unserer Vereins Plastikbahn auf der Carrera-Bahn viel mit PU-Reifen gefahren wurde. Wir haben hier Gummireifen drauf, da hätte ich erstmal überhaupt keinen Grip. Deswegen gehen wir auf die Holzbahn, da wurde Moosgummi gefahren in letzter Zeit. Damit sollten wir dann relativ neutrale Bahn haben und wir wollen direkt rausfinden, wie schlägt sich Heckantrieb und Frontantrieb im direkten Vergleich, im direkten Duell. Also jetzt schauen wir uns erstmal die Autos an, prüfen die und dann geht's ab auf die Bahn. Bevor wir jetzt aufschrauben, gehen wir mal mit dem Gesamtgewicht auf die Waage. Frontantrieb TTS Auto Bianchi 126,6 Gramm. Wir gehen runter und holen uns den Jägermeister Heckantrieb von BRM 118,5. Somit ist der Heckantrieb erstmal 8 Gramm leichter. Woran das liegt, versuchen wir jetzt gleich herauszubekommen. Fangen wir mit den Karosserien an. Jägermeister 41,2 Gramm. Auto Bianchi mit Frontantrieb, die Karosserie wiegt 46,6 Gramm, also 5 Gramm grob Unterschied zwischen den beiden Karosserien. Jetzt ist die Frage, wo das herkommt. Wir haben, wenn man es von vorne anschaut, wenn wir einen Blick auf die Front werfen, ist etwas anders aufgebaut hier vorne. Dann haben wir hier zwei Scheibenwischer, hier haben wir nur einen. Im Innenraum sieht eigentlich alles soweit identisch aus, aber wir merken uns für später schon mal, dass die Karosserie vom Frontantrieb schwerer ist. Machen wir das gleiche mit den Fahrwerken. Fahrwerk Heckantrieb 77,4 Gramm, Fahrwerk Frontantrieb 79,9, also auch 2 Gramm über den Daumen mehr. Jetzt haben wir also ein schwereres Fahrwerk und wir haben auch eine schwerere Karosserie. Beide Fahrwerke habe ich ja schon im Detail vorgestellt. Wir gehen jetzt nur mal kurz auf die Unterschiede ein. Schauen wir einmal das Fahrwerk direkt an mit den zwei Fahrwerksplatten. Wir haben hier beim Heckantrieb U-förmig unsere äußere Platte. Die hält die beiden Vorderräder und in der Mitte, ich nenne es jetzt mal einfach die Zunge, da ist die Hinterachse und der Motor befestigt. Das gleiche Prinzip findet man beim Frontantrieb auch, nur einfach im Prinzip spiegelverkehrt. Die Zunge ist jetzt hier nach vorne, Motorachse. Vorderachse drauf und hier über diese drei Schrauben auf der einen und nochmal drei Schrauben auf der anderen sind die zwei Fahrwerksplatten miteinander verbunden und U-förmig sieht man dann hier diesen Bereich und darauf befestigt sind in dem Fall die Hinterräder. Die Hinterräder sind jeweils auf zwei Achsböcken gelagert. Man sieht hier einen Achsstopper, der verhindert, dass ich die Achse verliere und wir sprechen hier von sogenannten Stummelachsen, also es ist keine durchgängige 3 mm Achse. Auch beim Heckantrieb ist hier keine durchgängige 3 mm Stahlachse, sondern wir haben hier zwei besondere Achsböcke. Die sind unten abgeschrägt, das heißt der Reifen, der steht jetzt nicht hier senkrecht zur Fahrbahn, sondern der ist nach innen geneigt. Damit ich diese schrägen Räder auch fahren kann, brauche ich hier in der Mitte dieses Kardangelenk. Hat Vor- und Nachteile natürlich. Vorteil ist, ich habe die schrägen Reifen, also negativen Sturz auf der Hinterachse. Nachteil, Kardangelenk ist laut. Das werden wir dann wahrscheinlich auch gut hören in unserem Tracktest.
Von der Antriebsform her, beide Engelwinder, Motor steht im Winkel zur Hinterachse. Engelwinder-Antrieb setzt voraus, dass sich hier ein Schrägzahnrad hat, dass der Motor eben schräg auf das Getriebe auffassen kann. Ansonsten sehen wir noch einen Unterschied vorne in der Leitkiel-Verschraubung. Wir haben hier klassisches BRM-Teil, diesen blau elixierten Halter, der die Feder beinhaltet. Wir haben nämlich hier unten den gefederten Leitkiel. Wie sieht es bei TTS aus? Der Leitkiel hier ist nicht gefedert. Wir haben eine klassische Verschraubung zwischen dem Leitkiel und dem Fahrwerk. Die Stummelachsen, die wir hier hinten finden, finden wir beim BRM Auto Bianchi vorne. Auch hier Stummelachsen, allerdings nicht mit einem Achsstopper befestigt, sondern das sieht aus wie Nägel. Also das könnt ihr euch als Nagelkopf vorstellen. Dann 3 mm Achse geht raus. Und auf der anderen Seite hält das Rad dann die Achse. Somit kann hier auch nichts verloren gehen. Hier drüben durchgängige Stahlachse, klassischer Aufbau, 3 mm Stahlachse, links und rechts Alufelgen drauf mit den Gummireifen im Originalzustand. Was uns noch ins Auge fällt, großer Unterschied, der Durchmesser der Räder hier. Wir haben viel kleinere Räder beim TTS Frontantrieb und größere Räder beim Heckantrieb. Im ersten Augenblick täuscht es, der Frontantrieb wirkt so breit, aber wenn man jetzt mal die Spurbreite noch zum Schluss vergleicht, ist natürlich identisch. Ein Unterschied noch zur Karosserie, wir messen mal hier vorne die Breite am Radkasten, ist jetzt nur ganz grob, wir sind hier bei 65 mm. Und beim Auto Bianchi von TTS mit Frontantrieb sind wir bei 68 mm grob. Wie sieht es hinten aus? Auch das messen wir noch schnell, wenn wir eh schon dabei sind. Hinten haben wir auch 65 beim Jägermeister und hier beim Weißen sind wir auf 69. Also hinten deutlicher Unterschied. Somit können wir schon mal sagen, schwerer, dafür auch breiter, leichter, schmaler. Wir schauen einfach jetzt, wie sich das Ganze dann später auf der Bahn auswirkt. Zum Fetten vom Getriebe habe ich wieder von Slotting Plus dieses Lap Grease Number One genommen und für alle Lager, egal ob Kugellager oder Bronzelager, das Universalöl Lupöl Nummer 6, auch von Slotting Plus. Ich habe eigentlich nicht groß jetzt was verstellt, eigentlich nur eins, nämlich das Getriebespiel im BRM. Das war einfach zu weit auseinander. Da habe ich den Motor noch etwas in Richtung Spurzahnrad geschoben. Beim TTS war es nicht notwendig. Das fühlt sich wirklich gut an, wenn man jetzt hier auch dreht. Das ist schön leichtgängig. Mal schauen, wie es dann auf der Bahn klingt. Ansonsten Leitkiel lassen wir alles. Eine Sache müssen wir noch anschauen, die beiden Motoren. Wir haben einmal einen Motor mit dem Aufdruck TTS und einmal BRM. Beide Motoren drehen bei 12 Volt, 19.000. Ich hoffe, dass die auch von den anderen Daten her identisch sind. Und ich würde sagen, wir packen jetzt zusammen und ab auf die Holzbahn. Schauen wir mal, Heckantrieb gegen Frontantrieb. Wer wird siegen? Wir sind an der Bahn und das Erste, was wir machen, wir überprüfen nochmal, ob die Räder auch wirklich leichtgängig sind. Wir haben ja das letzte Mal Probleme gehabt hier am Hinterrad beim Frontantrieb. Darauf achten, dass unten die Karosserieschrauben nicht zu fest angezogen sind, sonst habt ihr hier eine Berührung drin zwischen Radkasten und Rad. Beim BRM, da ist alles gut. Vorne sieht es auch gut aus. Das täuscht hier nur optisch. Also alles gut und wir können starten. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Frontantrieb an und dann kommt unser Heckantrieb. Ich bin wieder auf der Spur grün. Angelegt habe ich 12 Volt an die Spur grün. Da fahren wir jetzt mal ein paar Runden und machen erstmal 5 Runden pro Auto, Grundcheck und dann schauen wir weiter. Eine Sache noch vergessen zu sagen, ich habe die Schleife jetzt einfach mal so nach oben gebogen. Ich habe sie noch nicht gekürzt. Wir probieren jetzt einfach mal, ob das passt. Also los geht's. Getriebe schon mal sehr laut. Aber die erste Runde ist schon mal erfolgreich absolviert. Wir geben mal ein bisschen Gas. Was man auf jeden Fall merkt, natürlich durch die hohe Karosserie im Vergleich zu den letzten Videos, wo wir mit dem BMW Z4 gefahren sind. Da merkt man ordentlich das hohe Dach, das kippt das Auto. Muss man schön aufpassen. Und was mir auffällt, der zieht nicht richtig ab. Also wenn ich jetzt hier aufs Gas gehe, diese Beschleunigung ist nicht sonderlich gut und man hat ja auch einige Aussetzer gehört. Also das ist schon mal eine Vermutung, dass wir ein bisschen Stromprobleme haben. Da müssen wir nachher vielleicht den Schleifer noch etwas kürzen, aber irgendwas anderes könnte natürlich auch sein, dass wir noch irgendeine Bremse irgendwo haben, dass ein Kabel auf die Achse geht oder dass doch ein Reifen am Fahrwerk irgendwo eine Berührung hat. Aber wir fahren jetzt einfach mal noch ein paar Runden hier rum.
Vielleicht wird es auch noch besser, aber so richtig begeistert jetzt vom Out-of-the-Box-Zustand bin ich nicht. Ich würde sagen, wir tauschen aus, mal fahren den Jägermeister die ersten Einführungsrunden. Also hier merkt man schon am Abzug, da ist was viel mehr dahinter, obwohl der Jägermeister ja eigentlich die größeren Räder hat. Heißt für uns, dass eigentlich der Weiße mehr Beschleunigung haben müsste als unser Jägermeister, weil die Räder ja kleiner sind. Das Getriebe klingt auch etwas leiser beim BRM, aber ich gehe mal davon aus, dass es das gleiche Material ist. Ihr seht, ich traue mich noch nicht richtig gut fahren mit dem. Wir brauchen erstmal ein Gefühl. Hier hinten war jetzt schon mal ein Rad in der Luft, so wie man es von den Zwergen kennt. Da fährt man öfters mal auf drei Rädern, vielleicht auch nur auf zwei. Hauptsache, wir bleiben im Slot. Okay, wir wechseln jetzt nochmal, dass wir wirklich nochmal einen direkten Vergleich haben zwischen den beiden. Also ich gehe aufs Gas und man sieht, er will, aber er bringt die Kraft nicht auf die Strecke. Was auch sein könnte, ist einfach, dass das Auto vorne zu leicht ist, dass wir da einfach ein Trimgewicht mal platzieren, um zu sehen, ob dann die Kraft auf die Straße gebracht werden kann. Jetzt probieren wir noch was aus. Ich gebe jetzt mal beide auf die Spur. Und Vermutung ist ja, dass jetzt der Jägermeister, wenn ich Gas gebe, einfach unseren Weißen abhängt. Wir schauen mal, ob das auch der Fall ist. Wir bleiben gleich mal stehen. Also Stromproblem schon mal bestätigt. Wir schieben mal ein bisschen an und verfolgen mal, wie das Rennen ausgeht. Gar nicht so groß der Unterschied, wie ich jetzt erwartet habe. Vielleicht bilde ich mir das auch alles nur ein. Wir werden es aber dann ganz objektiv beurteilt ja auf der Uhr sehen. Aber jetzt wird der Abstand schon größer. Wobei, jetzt wird er wieder kleiner. Wir haben auch Stromprobleme beim Jägermeister. Also es geht sehr holprig los. Was ich jetzt mache, ist, wir schauen uns erstmal die Schleifer an und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Bei den Schleifern auch noch ein deutlicher Unterschied. Wir haben ziemlich schmale Schleifer bei TTS, etwas breitere Schleifer bei BRM. Man sieht, dass ich in dem Bereich hier den Kontakt hatte. Beim TTS sehen wir hier an der Kante ordentlich schon Spuren, auf der Seite nur in dem Bereich. Ich werde jetzt einfach mal so gute 5 mm abschneiden bei beiden und dann machen wir den Test von gerade einfach nochmal. Nach dem Kürzen sehen die Schleifer jetzt so aus. Zeit für den nächsten Track-Test. Los geht's. Schon mal gut. Wir haben keine Kontaktschwierigkeiten am Start. Sieht jetzt schon mal besser aus. Auch hier in der Kurve kriegen wir besser Strom bzw. dadurch bessere Beschleunigung. Wir fahren jetzt mal ganz langsam, um zu sehen, dass unser Auto auch wirklich nirgends stehen bleibt. Wenn ich schnell fahre und habe kurz mal keinen Strom, dann rollt das Auto ja drüber. Wenn ich so langsam unterwegs bin und habe keinen Strom, dann reicht der Schwung meistens nicht und ich bleibe stehen. Deswegen dieser Test. Aber sieht gut aus, wir haben überall Strom, er quält sich ein bisschen, aber muss er durch und wir machen das gleiche mit unserem Jägermeister. Also deutlich ruhiger das Auto vom Getriebe her und wir fahren auch ganz langsam, keine Stromprobleme an der Stelle, da hatten wir auch vorhin keine. Wir kommen jetzt in die Kurve, wo wir vorhin das Problem hatten, auch hier alles gut. Also Schleifer waren schon mal zu lang, gute 5 mm habe ich abgeschnitten und jetzt fahre ich einfach mal mit jedem Auto 20 Runden und dann gehen wir in den direkten Zeitvergleich. So Freunde, jetzt geht's los. Wir haben uns warm gefahren, 20 Runden fahren wir jetzt mit unserem Frontantrieb, danach 20 Runden mit dem Jägermeister. Wir schauen, was schneller ist, out of the box und dann überlegen wir uns, was wir noch so anstellen können mit den beiden. Was ich euch sagen kann, ich bin ja 20 Runden jetzt schon locker rumgefahren. Ich hatte zwei Abflüge mit dem Frontantrieb. Das waren aber keine Abflüge mit Einschlag, sondern der ist mir einfach rausgekippt und ist dann auf der Strecke noch stehen geblieben. Habe mich jetzt versucht, dran zu gewöhnen und möchte jetzt 20 Runden ohne Abflug hinschaffen. Aber trotzdem, ein bisschen Druck brauchen wir. Wir wollen ja die minimale Rundenzeit in diesem Zustand jetzt erstmal ermitteln. Was man aber jetzt schon sagen kann, betrifft eigentlich beide. Die Dinger machen einfach Spaß. Es ist nicht zu vergleichen jetzt mit dem BMW GT3
den wir gefahren sind von Scale Auto, der einfach flach und schnell ist, ein Monster. Das hier sind Spaßautos. Man fährt öfters mal auf zwei Rädern durch die Kurve, aber es ist ein Riesenspaß und auch optisch finde ich diese Autos einfach richtig schön im Kampf der Zwerge dann zu sehen. Gut, wir sind jetzt in Runde 6, sind im Bereich 9,5 unterwegs. Mal schauen, eine 9er Zeit würde ich gerne knacken im Laufe des Videos. Vielleicht schaffen wir das, mal sehen mit welchem Auto und ob es überhaupt möglich ist. So, jetzt drücken wir mal ein bisschen drauf, probieren mal, wo die Grenzen sind. Ihr habt gesehen, ein paar Sprünge macht das Auto schon, ein bisschen mehr noch und ich wäre raus aus dem Slot. Hier auch ein bisschen zu viel gewollt und da ist es ein typischer Abflug eines Zwergs. Der kippt kurz raus und fährt dann und vor der Leitplanke kam er noch zum Stehen. Also 9,0 haben wir stehen, 9,077, dann kam der Abflug. Ich stelle den ein und dann geht's nochmal weiter. Wir versuchen jetzt einfach die 9,0 zu knacken. Eine 8,9 wäre doch was. Zur Erinnerung, mit dem Scale-Auto sind wir bei einer 6,1 inzwischen. Also ein Riesenunterschied, aber eine 6,1 mit dem hier wird man nicht schaffen. Nächster Abflug, aber wir haben es, ihr seht, 8,95 in Runde 12. Dann machen wir es doch einfach so, wir lassen den jetzt hier einfach mal außen liegen und machen mit unserem Jägermeister weiter. Zeiten stehen auf Null, ich habe resettet. Wir legen los mit unserem Jägermeister. Mal schön einrollen. Und dann versuchen wir auch hier die 9 zu knacken. Das Auto mit Heckantrieb wirkt spritziger. Man denkt, man ist sauschnell unterwegs. Und wenn man dann auf die Uhr schaut, wird man eines Besseren belehrt. 9,1 jetzt und der erste Abflug. Ist natürlich dumm, wenn man gerade in der Kurve dann auf die Uhr schaut. Also Abflug war nicht am Auto gelegen, sondern am Fahrer. Und dann noch nicht richtig eingestellt, aber jetzt kann es dann weitergehen. So, ihr seht jetzt in Runde 6 8,89. Ein Zehntel schneller sind wir als unser Frontantrieb. Weiter geht's. Die 20 Runden fahren wir jetzt auf jeden Fall mal voll. Und dann wechseln wir einfach nochmal. Hier wird auf zwei Rädern kurz gewesen, aber Auto bleibt im Slot. Und der klassische Zwergenabflug. Ihr habt es gesehen, kurz auf zwei Rädern gerollt und draußen waren wir. Da der Jägermeister jetzt der schnellste ist in Runde 9, wechseln wir gleich wieder auf den weißen Frontantrieb. Uhr wieder resettet, zweiter Versuch mit dem Frontantrieb. Und ihr seht schon, was ich vorhabe. Ich wechsle jetzt immer und versuche nur durch Fahren einfach die Zeiten weiter nach unten zu schrauben. Der Zustand der Bahn wird immer besser, je mehr ich jetzt drauf fahre. Die Reifen fahren sich ein, aber irgendwo wird das Limit sein und das versuche ich jetzt so nach zu nach zu ermitteln. Und wenn man alleine an der Bahn ist, zwei Autos mitnehmen, im Wechsel fahren und wenn nichts mehr geht, dann mit dem Tuning anfangen. Ich habe noch ein paar neue Erkenntnisse, dies jetzt im direkten Vergleich. Ich gebe mal eine Runde weniger Gas, dass ich es euch erklären kann. Wenn man ab hier aufs Gas geht mit dem Frontantrieb, dann bleibt dieses Auto komplett ruhig. Ich mach's mal. Man sieht nicht, dass irgendwie die Hinterachse kommt oder die Vorderachse. Das gleiche beim Jägermeister, da verlieren wir ab der Mitte hier das Heck, das driftet raus und der Frontantrieb kommt sauberer rum. Also im Prinzip würde ich sagen, müsste der Frontantrieb im Moment in diesem Zustand von den beiden Autos der schnellere sein. Bei den anderen Kurven ist es ja auch so, man sieht, dass das Heck einfach stabiler liegt, obwohl ich oder gerade weil ich den Frontantrieb habe.
Von nach Startziel in die Kurve kann ich noch schneller reinfahren. Da verliere ich im Moment noch Zeit. Wir probieren es mal. Ich bremse jetzt ein bisschen später. Kann noch später bremsen. Gut, durch den versetzten Bremspunkt hat schon wieder alles andere nicht gepasst. Wir probieren es nochmal. Jetzt war es besser. Jetzt war es auch gut. Vollgas, kein Heck verloren. Hier auch kein Heck verloren und raus beschleunigen. Kurz Hoppeln war auf der Hinterachse vor Startziel, aber nichts Tragisches. So, und vor lauter Aufregung habe ich jetzt nicht mehr auf die Uhr geschaut. Das holen wir jetzt einfach mal nach. 8,9, aber ich glaube, da ist eine neue schnellste Rundenzeit. So, 8,8 steht schon mal auch bei unserem Frontantrieb auf der Uhr. Wir sind jetzt gleich schnell. Ich fahre weiter, weil es einfach Spaß macht. Also ich muss sagen, der Spaßfaktor beim Frontantrieb ist wirklich gut. Und so wie es aussieht, jetzt wo ich ihn gerade lob, habe ich meinen Zwergenabflug. Okay, Runde 13. Wir wechseln jetzt wieder auf den Jägermeister und hangeln uns weiter durch. Auf der Uhr steht inzwischen eine 8,88 Schnapszahl und damit sind wir 1/100 schneller als der Jägermeister. Heißt, wir müssen wieder wechseln, aber ich fahre jetzt einfach die 20 Runden noch voll. Vielleicht geht noch was. Ich bin mal ruhig, konzentriere mich. Entweder schnellste Rundenzeit oder Abflug ist jetzt das Motto. Ah, Fahrfehler. Und das ist der Fahrfehler und da ist wahrscheinlich auch noch die Frontbeleuchtung weg. Aber ihr seht es auf der Uhr, 8,83. Wir sind jetzt doch noch ein bisschen runtergekommen. Zeit für den Wechsel. Wieder auf der Bahn mit unserem Jägermeister. Ich zeige euch jetzt mal den direkten Vergleich. Ich gebe auch mit dem Jägermeister hier voll Gas und beobachte die Hinterachse, wie die nach außen drückt beim Heckantrieb. Also hier in dem Bereich am deutlichsten. Ich fahre noch mal eine Runde rum, dann schauen wir einfach noch mal drauf. Das bedeutet, dass die beiden Autos zwar geometrisch fast identisch sind, aber die fahren trotzdem eine andere Spur. Natürlich ist der Leitkeil im selben Slot, aber die Räder sind auf verschiedenen Bereichen auf der Bahn unterwegs. Also, wir schauen wieder auf die Hinterachse. Also, deutlicher Unterschied zum Frontantrieb, die Kurve. Da ist wirklich der Frontantrieb, finde ich, überlegen. Hier kann ich im Frontantrieb richtig voll draufgehen. Das Auto bleibt ruhig liegen. Der hier fängt das Hüpfen an. Also an der Stelle habt ihr gesehen, hatte ich jetzt den dritten Abflug. Hatte ich mit dem Frontantrieb nicht. Im Renngeschehen wäre ich jetzt mit dem Frontantrieb schon lange weit weg, weil der andere eben Zeit verliert durch die Abflüge. Jetzt fast schon wieder passiert. Was man sagen kann ist, gefühlsmäßig bin ich mit dem Jägermeister viel schneller. Und wenn ich auf die Uhr schaue, ist es genau umgekehrt. Der Frontantriebler ist der schnellere im Moment. Aber wir sind ja noch nicht am Ende unserer Testfahrt. Was man auch noch sagen kann, wenn man jetzt messen würde, die Vollgasphase und schon wieder ein Abflug. Was ich sagen wollte, wenn man messen würde, wie lange ich Vollgas drücke pro Runde, dann wäre das beim Frontantriebler wesentlich mehr als hier beim Jägermeister. Also muss man sehr viel vorsichtiger fahren. Also im Moment stehen wir bei einer 8,91. Ich versuche jetzt auch hier noch ein paar Runden mit Druck zu fahren. Aber ja, man hat ja auch schon gesehen, die Abflüge häufen sich dadurch. Hat einen heftigen schon mit mehreren Überschlägen und schon wieder passiert. Aber ich schalte jetzt mal ab, fahre nochmal 20 Runden. Ihr seht, 18 habe ich. Ich fahre jetzt mal bis 40, dann melde ich mich nochmal. Also ich bin die Runde 41 jetzt gerade durchgerollt, ganz langsam, ihr seht 35 Sekunden, war in Zeitlupe unterwegs. Ich hatte viele Abflüge und habe es nicht mehr geschafft, meine Zeit nochmal zu verbessern. Ich habe ausprobiert am Regler auch ein bisschen was zu verstellen, aber auch hier keinen Erfolg. Es gibt zwei Kurven, wo ich Abflüge habe, die zeige ich euch mal kurz. Das ist hier am Kurvenausgang, da kippe ich, dann geht es geradeaus in den Zaun rein und zweiter Abflugspunkt ist dann hier am Ende oder nach dem Tunnel. Jetzt habe ich hier keinen Strom, ich laufe mal hin, der steht gerade stromlos. Also in dem Bereich, in dem Knick hier, da bin ich jetzt öfters hier rausgeflogen und dann ging es geradeaus in die Bande rein mit mehreren Überschlägen. Ansonsten ging eigentlich alles ganz gut. Was man nach wie vor merkt, dieses Auto ist wesentlich unruhiger als unser Frontantrieb.
Gefühlsmäßig ist man schneller mit dem unterwegs, aber die Uhrzeit sagt was anderes. Ich würde sagen, ein letztes Mal nehmen wir nochmal unseren Frontantriebler her und dann lassen wir es für heute gut sein. Da sind wir nochmal unterwegs mit unserem Frontantriebler. Also es ist wirklich so, dass dieses Auto sich viel sicherer fahren lässt als der Heckantrieb. Der verzeiht alle Fehler, der bleibt einfach besser im Slot drin. Die Vorderachse bleibt eh immer auf Spur, die den Antrieb auch hat. Wenn die Hinterachse auch mal verloren geht, die Vorderachse treibt das Auto einfach kontinuierlich weiter an. Somit Spaßfaktorsieger auf jeden Fall der Frontantrieb. Aber auch hier sind Abflüge möglich. Ich würde sagen, mit diesem Abflug lassen wir das für heute und sehen uns gleich im Studio. Zurück vom Tracktest. Wir können wieder entspannen. Schauen wir uns erstmal in Ruhe die Zahlen an. Hier eine Zahl, die habe ich euch vorhin an der Bahn nicht genannt, weil ich es einfach übersehen habe. Ganz am Schluss bin ich mit dem Frontantriebler noch eine 8,779 gefahren. Also nochmal ein Zehntel grob schneller als im Video vorhin genannt. Und mit dem Heckantrieb liege ich bei einer 884. Heißt also ein Zehntel schneller, ein bisschen mehr als ein Zehntel schneller mit dem Frontantrieb. Und was heißt das jetzt so generell? Im Prinzip sind beide von der minimalen Rundenzeit her identisch. Wo ein großer Unterschied aber war, mit dem hier habe ich gefühlte 100 Abflüge und mit dem hier gefühlte eine Handvoll, vielleicht 2-3 Abflüge und hier dürften so 10 sein. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied, dass der hier schneller verloren geht, in Anführungsstrichen. Und warum? Das schauen wir uns jetzt vielleicht noch an oder versuchen es herauszufinden, was die möglichen Ursachen sein können. Ich habe hier so eine Montagenplatte mit einem Schlitz drin, dass ich das Auto dann gerade aufstellen kann. Und ich habe hier Messplatten für die Bodenfreiheit. Die ist 1 mm, das ist 0,9 und das ist 1,5. Also in Summe 3,4 mm hoch. Das habe ich jetzt vorhin schon mal ermittelt. Und wenn ich die 3,4 mm hier unter den Jägermeister drunter gebe, dann kann ich die oberste Platte noch leicht schieben. Ich höre zwar im vorderen Bereich, hier in dem Bereich berührt meine Messplatte unten schon das Fahrwerk, hier in dem hinteren Bereich, da berührt die Platte nicht, kann sie dann auf der anderen Seite rausziehen, das ist dann überhaupt kein Problem. Also 3,4 mm Bodenfreiheit, so in dem Bereich hinten etwas mehr. Jetzt Vergleich, wir erwarten, dass der tiefer liegt, weil wir ja weniger Abflüge haben. Schauen wir mal, ob das auch wirklich so ist. Da sieht man, es ist auch der Fall, hier kann ich die Platte nicht bewegen. Man sieht, das Auto bewegt sich, wenn ich die Platte schiebe. Und es ist auch im hinteren Teil so. Hier kann ich jetzt langsam anfangen zu schieben, ohne dass sich das Auto bewegt. Aber es liegt schon satt auf den 3,4 mm auf. Heißt, wir haben hier weniger als 3,4 mm Bodenfreiheit. Ich denke mal so 3,2, vielleicht 3, müsste man noch genauer messen. Und hier ist etwas mehr als 3,4. Also ein deutlicher Unterschied. Und was uns bisher noch gar nicht aufgefallen ist, das ist mir jetzt erst aufgefallen, nachdem ich die auf der Carrera-Schiene hier so nebeneinander hatte, wir haben einen Höhenunterschied. Der Höhenunterschied, der ist jetzt nicht so stark, aber wenn ich jetzt die Autos nebeneinander stelle, mache das Lineal drüber, dann sieht man, dass das Lineal hier abfällt, zu der Seite runter. Heißt also, wir sind hier tiefer und haben auch noch die Karosserieform, dementsprechend das Dach niedriger. Damit werde das schon mal zumindest annähernd erklärbar, warum ich mehr Abflüge mit dem Jägermeister habe, als mit unserem Frontantrieb, dem Auto Bianchi in Weiß. Wichtig noch, das Ergebnis ist jetzt mein Ergebnis. Mit diesem Zustand der Autos, die ich aus der Box habe, sind nur geölt mit dem Zustand der Bahn. Heißt wie immer, wenn ihr den Test genauso macht, vielleicht habt ihr ein komplett anderes Ergebnis. Es kommt ja auch noch dazu, der hier ist schwerer. Manche mögen schwerere Autos. Ich fahre gern den Panzer im Rennen und der hier ist ein bisschen leichter. Manche finden das besser, manche finden ein schwereres Auto besser. Auch das ist Geschmackssache letztendlich. Antwort kann immer nur die Uhr geben. Das soweit zu dem Test. Was können wir jetzt noch weitermachen? Wir können verschiedenste Sachen machen. Wir lassen die Autos so, wie die sind, gehen auf die Carrera-Bahn. Möglichkeit 1. Möglichkeit 2 ist, wir bleiben jetzt erstmal auf der Holzbahn und was ich mal ausprobieren möchte, es gibt von Scale Auto
fertig verklebte Moosgummireifen auf Alufelge für die BRM bzw. TTS-Fahrzeuge. Das wäre mal ein Versuch wert, Moosgummi auf der Holzbahn und nochmal so einen Vergleich fahren. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten dieser Zustand und nochmal auf die Plastikschiene auch nochmal denselben Test durchführen. Also schreibt mir in die Kommentare, was euch interessiert. Vielleicht habt ihr noch eine ganz andere Idee, auch reinschreiben. Dann probieren wir das Ganze aus und wie immer wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Slot Racing, beim Basteln, beim Tunen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Roland von slotblog.de. Tschüss!